Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bam und Gabriel am Start. Und zwar mit dem neuen Spieltag. Ich habe keine Ahnung, welcher Spieltag es ist. Es tut mir leid, okay? Irgendwann merke ich mir das, okay? Irgendwann. Aber dieser Tag ist nicht heute und meine Haare regen mich so unglaublich auf. Wo ist meine Cap? Oh, da ist meine Cap. So. Dann fliegen die mir nicht mehr in der Fresse spazieren. Unglaublich, die gehen mir mittlerweile bis zum Mund, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Wir sehen den guten Lostflo als Gegner und er hat einen Tortunato dabei. ich habe einen Last-Minute-Change gemacht, den Boy zum Choice gab, weil ich gesagt habe, ich will nicht gegen Tortunato verlieren, wenn er einen Shell-Smash aufhat, okay? Okay, nice. Kein Ribbon-Bee dabei, wer hätte es gedacht? Und Memo. Da ist ein Memo. Ich weiß, er hat schon mal Specs Freeze-Dry-Memo gespielt. Das heißt, wenn das jetzt Specs Silvion und Specs Memo sind, dann weine ich, ja? Dann, also, ne? Wisst ihr Bescheid? Dann, aber vorbei. Ich will mit Lando leaden. Und, ist das ein Love-Life-Theme? Oh, den wollte ich nicht sehen. Scheiße. Mann. Warte mal. Das ist ein... Ich muss etwas für die Wissenschaft herausfinden, liebe Leute. Stacker. Der kann Stealth Rocks. Okay, das ist gut zu wissen. Ich drücke jetzt hier. Warte, Pressure! Was? Was? Ach so. Boah, Leute. Spielen ohne Hidden Power. Bullen! Bam! Umgefurzt! Bam! Slender! Okay. Das war's mit dem Zapdos. Leute, das war niemals der Play, by the way. Ja, also... In keiner Weise. Also ich nehme es ihm auch nicht übel, dass er hier drin geblieben ist, ne? Also, es ist niemals, in keiner Welt, war das, was ich gerade gemacht habe, der Play, okay? In gar keiner. Ich wollte nur fotzen. Okay. Flo, es tut mir leid, dass ich bad bin, aber oh, ich wollte bad. Ich einmal in meinem Leben wollte ich bad sein, I'm sorry. Ja, wir gehen in den Torn. Warum denn auch nicht, ne? Warte mal, der drückt doch hier Triple Axel. Warte mal. Moment. Das wär jetzt gerade fast kritisch geworden, Leute. Eieiei, dann hätte ich wieder lucky und bad sein müssen, aber ja. Das war das Zapdos. Ich drück jetzt EQ und hab Spaß. Klingt gut. Klingt auf jeden Fall gut. Ansonsten, da ist Triple Axel exakt. Weil der ist, zum Glück habe ich dran gedacht, als ich Technician gesehen habe. Wir haben hier Leftovers drauf. Und das Ding ist, er wird halt jetzt hier rausgehen. Ich drücke Teleport hier an der Stelle. Ich kann mir nicht vorstellen, er hat Sucker Punch at best. Er kann Toxen. Er geht raus in Silvion, exakt. Und das Ding ist, ich will hier in unseren Boy gehen. In unseren Boy Dragalge. Wir sind, und jetzt will ich gleich kelken, wenn ich den Damage gesehen habe. Ich will auf jeden Fall T-Spikes. Ich will ja auf jeden Fall T-Spikes. Und wenn wir sehen, dass der Boy Specs ist, dann, gehen wir Metagross. Und dann drücken wir Medium Edge. Weil ich habe schon im Gefühl gehabt, dass er... Also von dem, was ich so gesehen habe von ihm, habe ich das Gefühl, dass er ein relativ offensiver Spieler ist. Er macht jetzt nicht die aggressiven Predicts, aber er baut sehr, sehr offensive Teams. Muss er auch mit dem Team irgendwo. Hitmontop, ja. Ich hätte jetzt tatsächlich gerne den Rocky Helmet drauf. Ich gehe noch einmal in Slowbro. Wenn ihr jetzt Rapid spinnt, dann ist das in Ordnung.
Dann werde ich jetzt hier nochmal teleport. Obwohl. Eigentlich will ich hier einmal scolden. Hier, eigentlich will ich hier einmal scolden. Weil wenn er jetzt nochmal in Sylveon geht, ich würde an seiner Stelle predikten. Klar, er kann Slowbro nichts. Aber wenn er hier unbedingt predikten will, mit Toxic irgendwie, dann wäre das Hitmontop abzufangen eigentlich relativ nice. Dass ich hier immer teleporte, sollte ihm klar sein. Deswegen denke ich, dass er hier, dass für ihn hier drin zu bleiben eine sehr, sehr gute Option ist. Die andere Option wäre natürlich in Mamo zu gehen. Einfach um um eine Situation zu kreieren, in der ich immer auswechseln muss. Exakt. Und so kriege ich hier eventuell einen Burn. Schade, leider nicht funktioniert, aber wir können hier teleporten. Ich denke auch, so wie ich den Damage jetzt hier einschätze, dass das ein Assault-Vested Hitmontop ist. Da kommt wieder das Sylveon. Da haben wir ihn wieder. Und können wieder raus in der Golgi. Und was ich jetzt hier machen werde, ist... Ich denke, wir werden hier erstmal eine... Obwohl, nee, wir gehen für eine Flip-Turn. Wir gehen hier erstmal für eine Flip-Turn. Ich denke, das ist sehr, sehr angenehm. Obwohl... Eigentlich will ich T-Spiken hier. Wir haben die Schuke-Bärde auf Metagross. Ich denke, es könnte auch sehr, sehr realistisch sein. Einfach... Oh, da ist Memo. Und jetzt wird es interessant. Weil jetzt müssen wir in Bro gehen. Und jetzt müssen wir gleich kalken. Weil ich denke... jetzt wird es gefährlich. Hätten wir hier natürlich Sludge Bomb Poison bekommen, unglaublich. Oder stell dir mal vor, Flip Turn Damage auf dem Boy. Das wäre sehr, sehr delicious gewesen. Aber ja. Wir müssen auf jeden Fall im Bro gehen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass dieses Ding hier... Also das Ding wird nicht Specs. Das Ding wird nicht Specs sein. Ansonsten hätte er das viel, viel offensiver gespielt. Das Ding wird probably Specs sein. Ich weiß nicht, warum ich das so sehr fühle, aber ich fühle, dass jetzt hier ein Freestrike kommt. Oder Knock-Off-Grid. Ich glaube, das ist hella banded. Slowbro. Oh. Nee, das ist E-Belt. Ist das E-Belt? Nein, das ist nicht banded. Extra Blatt, das ist nicht Bandit. Oh, shit. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ah, dass das hier ein Crit war, ist sehr, sehr ärgerlich. Jetzt für uns. Ich denke tatsächlich, hier in Ordino zu pivoten, ist der Play. Wenn er hier nochmal knockt, ist das in Ordnung. Ich würde sogar behaupten, dass jetzt hier für ein Toxic zu gehen mein bester Play ist. Wir werden einen Hit überleben. Oh, wenn das hier passiert, ist das natürlich auch sehr, sehr gut. Weil dann kann ich hier einfach wishen. Ich glaube nicht, dass er hier CC sieht. Ja. Weil dann kann ich hier jetzt einfach wishen. Kann hier einmal protecten. Er geht in sein Sylveon. Ist Bruder gar kein Ding. Weißt du was, ich will einfach Toxic drücken. Weil er geht halt safe für die Heal Bell. Und da kriegen wir das Toxic auf dieses Sylveon drauf. Und jetzt will ich eigentlich einen relativ offensiven Play machen und in Metagross gehen. Und was wir jetzt natürlich machen können, ist für die Tarnsteine zu gehen. Ja. Weil er kann hier gerne Sacred feiern oder hast du nicht gesehen. Obwohl, eigentlich will ich hier für einen Media Mash. Eigentlich, warum gehe ich hier nicht für einen Media Mash? Media Mash ist ja immer mein bester Play. Immer. Egal, was passiert. Dieses Sylveon wird einfach weggefotzt. Also, ich denke, außer er will unbedingt seinen Hitmontop sacken. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich will unser Metagross eigentlich bei einem ziemlich guten Amount an HP behalten, dass Memoswine das abbekommt. Wenn ein Stack Attacker geht, ist ein potenzieller Sash gebrochen oder ein Balloon und wir können EQ'en. Bei Turtonator... Ich hab keine Ahnung, was ich mache, wenn der in Turtonator geht. Aber... Ich denke, das klingt gut. Ich denke, Media Mash klingt tatsächlich gut. Er hat keinen Switchen. Dadurch, dass... Also... Durch den absoluten Mental Play von mir. Und wir missen. Das ist doch auch schon mal gut. Das ist doch auch schon mal vom Vorteil. Ach, weißt du was?
Komm, man gönnt sich ja sonst nichts. Wir EQ'n hier. Er kann mich nicht rausnehmen. Ja. Und meine Güte, wenn der... Ist auch wurscht, ne? Also ungefähr so ist es. Ich finde immer noch... Ja, der überlebt den. Der geht für Rocks. Warum geht der für Rocks? Wir gehen auf jeden Fall nochmal für EQ. warum geht der für Rocks hier? Warum geht der für Rocks hier? Interesting. Interesting. Weil, also, Chip Damage will er... Also, keine Ahnung. Wenn er in sein Turtunator geht, dann wäre das halt sehr, sehr interessant. Ich weiß wirklich nicht, was ich mache, wenn er in sein Turtunator geht. Ich denke, ich würde einfach EQ'n. Wenn er mit seinem Memo reingeht, dann würde ich einfach Meteor Mashen. Ich denke, ich werde einfach unser Metagross sacken, außer er geht jetzt in sein Hitmontop. Ja, wenn er in Hitmontop geht, dann gehe ich in Tornadus. Weil ich bin definitiv hier gewillt, den abzuwerfen für einen Defog. Definitiv. Wenn ich hier so betrachte, er ist nicht gut. Er ist nicht gut. Und den Defog hier rauszubekommen, ist unglaublich, unglaublich wertvoll. Dadurch, dass wir hier Heelbell und Toxic sehen. Ich weiß gerade nicht, was ich machen will. Ich will im Bro gehen. Ich will im Bro gehen, während er Heelbellt oder wisht. Das ist in Ordnung. Und werde jetzt rausgehen und unser Dragalge. Weil er ja sehr, sehr wahrscheinlich jetzt Heelbell drückt. Und ich will einfach unser Slowbro auf Max HP haben. Wenn er in sein Turtunator geht, dann ist es natürlich ein sehr, sehr guter Play gewesen. Weil Turtunator ist, also Slowbro ist das Mon, auf dem er aufsetzt. Okay, er ist nicht rausgegangen. Er geht hier für die Heelbell. Und wir gehen hier nochmal für die Toxic Spikes. Und wenn er in sein Turtunator geht, dann drücken wir auf jeden Fall die Sludge Bomb. Ich will hier gerade einfach offensiv die Pressure rausholen. Ich weiß nur nicht, was ich mache, wenn er in sein Hitmontop... also jetzt wird er probably nochmal wishen. Das wäre, was ich denke. Wenn er in Memo geht... Also, ne Flip. Warte mal. Was spricht hier gegen Flip-Turn? Eigentlich gar nichts spricht hier gegen Flip-Turn. Also, legit gar nichts spricht hier gegen Flip-Turn. Außer, dass er eventuell schneller sein könnte, aber selbst dann drückt er hier niemals die, dass ich hier langsamer sein könnte, aber selbst dann spricht ja eigentlich nichts davon, hier jetzt einmal in Metagross zu gehen. Ja, er wischt doch sowieso wieder hoch und wir können jetzt hier einfach die Stealth Rocks rausholen. Ich weiß, also ich kann mir halt nicht vorstellen. Er kann in Hitmontop gehen. Hitmontop fotzen wir um. Ich weiß nicht. Wenn er in sein Turtunator geht, dann ist es halt einfach bad. Dann war der Zug richtig, richtig bad. Basically ist es jetzt ein 50-50, in was er geht. Ob er in sein Hitmontop geht oder in sein Turtunator. Oder ob er für Protect geht. Ich denke, Turtunator ist sein Play. Weswegen ich gern für die Rocks gehen würde. Aber ich bin in so guten Position. Ich bin in einer so guten Position, dass jetzt einfach wegzugeben wäre. Wäre toll. Ironischerweise ist ja das Hitmontop genau das Mon, was mir Probleme bereitet. Ja, exakt. Und deswegen, ja, es wäre toll. Also es wäre probably der bessere Zug gewesen, jetzt hier für die Rocks zu gehen. Aber ich glaube, alles in allem... Na, glaube ich nicht. So, der EQ-Damage auf dem Turtunator wäre natürlich sehr, sehr delicious. Wenn er mir den geben will, dann habe ich basically gewonnen. Ich denke aber, also an seiner Stelle würde ich hier immer in Memo gehen. Immer. Ohne zweimal nachzudenken, würde ich hier in Memo gehen. Exakt. Und dann drücken wir einfach den Meteor Mash. Dann drücken wir hier einfach den Meteor Mash. So, wenn meine Predictions jetzt alle aufgehen, dann gewinnen wir das Ganze hier 5-0. So, Schuke. Jupp. Meteor Mash. Gone. Attack Race. Nice. Und dann sind wir hier gegen Turtunator. Er muss Shell smashen. Oh. Das war gerade ein Missplay.
Beziehungsweise Missklick, ich wollte eigentlich auf Media Mesh gehen, aber das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist ein GG. Ich hatte irgendwie nicht gedacht, dass das mit einem Metagross-Sweep aufhört. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass das ein sehr, sehr viel längeres Game wird, indem ich versuche, irgendwie Zapdos anzuchippen. Aber das war irgendwie dann nicht so, wie es gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall gutes Spiel. Gutes Spiel. Man muss auch Flo jetzt hier ein bisschen auch in Schutz nehmen. Dass das Ergebnis definitiv nicht den Kampf widerspiegelt, weil die Turn 1 wäre huge. Es war never ever war das mein Play da auf Stone Edge zu gehen. Also, nee. Ich hätte damit so viel aus der Hand gegeben. Von dem her, ich kann verstehen, warum er da einfach drin geblieben ist und auf Toxic probably, ja. Wenn er natürlich Rocks predicted hat, dann kritisch. U-Turn war da immer der Play. Also generell immer. Aber ja. Vielen Dank fürs Zusehen, wünsche ich euch. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Und dann ja, war's das, basically. Unglaublich schönes Wochenende wünsche ich euch noch. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschö.